Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cashpoint SC Freitag Arena TV. Ja, wir sind wieder Tabellenführer in der ersten Liga. Der Aufstieg ist zum Greifen nahe. Jetzt heißt es noch 5 Endspiele durchbeißen. Was sehen Sie alles in dieser Sendung? Es gibt ein Interview mit unserem Geschäftsführer Christoph Lengle. Matthias Reinig stand ebenfalls Rede und Antwort. Und gleich zu Beginn gibt es aktuelle News vom Verein. Großer Freigelände-Flohmarkt bei der Cashpoint Arena in Altach. Am Pfingstmontag, den 13. Juni zwischen 8 und 17 Uhr. Der Flohmarkt findet bei jeder Witterung statt. Der Eintritt ist frei. Ausstellerinfos gibt es im SCRA Office unter 055 23 52 100 oder unter www.scra.at. Public Viewing in der Cashpoint Arena. Der Cashpoint SC Rheinauf-Altach überträgt die Konferenzschaltung der 32. Runde der heute für morgen erste Liga am Freitag live im Business Club der Cashpoint Arena. Die Hütte-Elf trifft um 18.30 Uhr im Stadion auf der Hohen Warte auf die Vienna. Für Bewertung wird natürlich gesorgt. Und neue Fanartikel sind im SCRA Office eingetroffen. Der neue Fanfußball ist ab sofort im Fanshop erhältlich. Kosten tut das hübsche Teil 15 Euro. Wie schon eingangs erwähnt, unser Geschäftsführer Christoph Lengle stand Arena TV Rede und Antwort. Dabei ging es unter anderem um die Lizenz. Christoph Lengle, seit letzter Woche, Freitag ist es fix, Altach hat einmal mehr die Lizenz in erster Instanz erhalten. Ich glaube, eine super Sache für den Verein und für das ganze Umfeld. Ja, eine ganz wichtige Botschaft wieder auch natürlich für unsere Sponsoren, für unsere Fans und für alle, die mit dem Herzen bei dem Club sind. Zum achten Mal in Folge die Lizenz in erster Instanz zu erhalten, ohne irgendwelche Auflagen. Ich denke, das spricht für sich und das zeigt auch, wie seriös und wie gut in Altach in wirtschaftlicher Hinsicht gearbeitet wird. Eine Woche ist es her, dass stand das Länderderby gegen Austria Lustenau auf dem Programm. Unsere Mannschaft konnte einen 2:1 Erfolg einfahren. Die Highlights dazu sehen Sie jetzt. Großes Länderderby war in der ersten Liga angesagt. Der Cashpoint SC Altach traf im eigenen Stadion auf die Gäste von Austria Lustenau. Und die Hausherren brauchten einen Sieg, um im Kampf um die Tabellenführung gegen die Admira vorlegen zu können. Die erste wirklich gute Szene ging allerdings auf das Konto der ganz in Grün spielenden Lustenauer. Micic setzte sich auf der rechten Seite durch, sah Karatai, aber Hopfer spritzte im letzten Augenblick dazwischen. Altach vorerst ohne zwingende Chancen. Plötzlich ein Geistesblitz von Ortega, der Spanier mit der Flanke, aber unverdorben brachte keinen Druck hinter den Ball. Es blieb beim 0:0, aber die Austria schon wieder im Angriff. Dürr mit dem Lochpass, Scherer fälschte den Ball ab und das Leder landete genau bei Micic. Der fackelte nicht lange, zog ab, Serenik fälschte die Kugel ab und die Austria führte in Altach 1:0. Gespielt waren 17 Minuten. Die Antwort der Hütter-Elf, Scherer mit dem Eckball, Simmer verlängerte per Kopf, aber Serenik kam einen Schritt zu spät. Wir sind in der 33. Minute, Lienhardt mit einem starken Solo auf der rechten Seite. Der Verteidiger flankte zur Mitte, Kampel berührte den Ball mit der Hand und Schiedsrichter Uschan kriegt 11 Meter. Tommy danach im Duell mit Koflam, der Spanier behielt die Nerven und traf zum 1:8. Die Hausherren danach etwas besser im Spiel, Scherer mit dem hohen Ball, Ortega schraubte sich in die Höhe, Kofler parierte aber sicher. Kurz vor der Pause diese Szene, Supan mit dem schnellen Gegenstoß. Der Verteidiger spielte auf Schütz, der zog in den Strafraum und wurde von Stückler gestoppt. Schiedsrichter Uschan pfiff erneut und Altach hatte schon wieder 11 Meter. Erneut kam es zum Duell zwischen Tommy und Kofler. Der Spanier nahm dieses Mal die andere Ecke und erzielte den 2:1 Führungstreffer. Dies war gleichzeitig der Pausenstand, Zeit, um sich bei den Fans umzuhören. Ich kann nur eines sagen, normal steht 1:0 für Lustenau, weil Altach nur 2 Elfmeter kriegt. Ja, eigentlich ein gutes Match für Altach, muss ich sagen. Also wir sind eigentlich die ganze Zeit am Druck gemacht. 2 Elfmeter, klare Elfmeter, 2-1 vorne, alles tipptopp. Gut, ich bin froh, dass wir führen, wobei ich vom Altach mir mehr erwartet hätte. Ja, super, ja, als gebürtiger Lustenauer natürlich, aber wohnhaft schon 30 Jahre zu Altach natürlich. Super, oder, wie es für Altach steht. Guter Start von der Austria, gutes Pressing, aber leider Gottes durch zwei, ja, Dummheiten kann man fast sagen, oder halt Sachen, die passieren, dass man zwei Goal überkauft hat. Ich erwarte mir in der zweiten Halbzeit, dass sie nochmal drucken, zwei neue Leute bringen und dann gewinnen.
Rein in die zweite Halbzeit, die Austria suchte von Beginn weg ihr Heil in der Offensive. Kampel setzte sich hier gut durch, Serainik klärte aber in letzter Sekunde. Die Störelf blieb am Drücker, Freistoß Boller, Altach brachte den Ball nicht weg, Stückler köpfte in die heiße Zone, aber Kampel und Roth kamen zu spät. Die Austria nun mit Dauerdruck, Rother hier im Strafraum am Ball, Serainik hatte aber wieder seinen Fuß dazwischen und Zupan klärte vor Micic. Es blieb weiter beim 2:1 für Altach, aber Lustenau drückte weiter. Boller mit dem weiten Ball, Stückler gewann das Kopfballduell gegen Supan, Kobras verschätzte sich ebenfalls, hatte aber Glück, der Ball sprang vom Pfosten zurück. Altach gewann also das Derby gegen Austria Lustenau 2:1. Das Spiel war interessant. Es sind zwar die Lustenauer zeitweise stärker mit Altach, aber das Ergebnis ist ja, spricht wieder für Altach, oder? Ja, es war nicht wirklich ein hochstrabendes Spiel, würde ich mal sagen, aber die Altacher haben sehr glücklich gewonnen, würde ich mal sagen. Ja, es war heute sicher ein wunderbares Spiel. Vor allem natürlich Hofer der Luschnau. Ich war überrascht, wie gut dass die gespielt haben. Und ich glaube, dass wir mit dem 2:1 mehr als wir froh sind und es hätte anders ausgehen. Und ich denke auch, wenn wir jetzt in die Zukunft ein bisschen schauen, ich meine, die Pflicht haben wir erfüllt, die 3 Punkte haben wir gemacht. Aber wir sind noch lange nicht da, also wir machen noch ein bisschen mehr. Ein wichtiger 2:1-Sieg also über Austria Lustenau, damit konnte auch die Tabellenführung in der ersten Liga übernommen werden. Einer, der 90 Minuten lang auf dem Platz alles gab, war Matthias Serainik. Der Kärntner konnte seinen Vertrag in dieser Woche um 2 weitere Jahre verlängern und stand Arena TV Rede und Antwort. Matthias Serainik, die gute Nachricht für die Fans, du hast deinen Vertrag hier in Altach verlängert. Was waren die Gründe dafür? Ja, zunächst einmal bin ich dem SC Altach sehr dankbar, dass ich auch die nächsten 2 Jahre hier im Schnabelholz Leistung bringen darf und ich hoffe, das werde auch wiedergeben. Es hat eigentlich alles für Altach und nichts gegen Altach gesprochen. Es war eigentlich relativ leicht, die Entscheidung, mich für Altach wieder zu entscheiden und wie gesagt, ich bin sehr froh, hier bleiben zu können. Für dich als Kärntner, die Entscheidung pro Altach einfach zu treffen, auch im Grunde der Familie auch? Ja, natürlich. Die Familie hat auch eine tragende Rolle gespielt bei der Entscheidung. Sie muss sich auch wohlfühlen, keine Frage. Wir sind da weit von der Heimat weg. Aber wir haben uns in den 2 Jahren sehr gut eingelebt. Unsere Tochter ist hier auf die Welt gekommen und das macht uns natürlich das umso glücklicher, dass wir noch bleiben können und die schöne Zeit genießen können im Ländle. Derzeit sieht es ganz gut aus mit dem Aufstieg. 5 Endspiele stehen noch auf dem Programm. Wie sieht der Matthias Reinig den 5 Endspielen entgegen? Ja, vor einem Jahr haben wir die Situation gehabt, dass wir, glaube ich, 4 Runden vor Schluss Erster waren und haben es nicht geschafft. Heuer sind es 5 Runden vor Schluss und ich glaube, die Mannschaft hat in diesem Jahr sehr viel gelernt. Wir haben auch aus dem letzten Endspurt im letzten Jahr viel gelernt und ja, so wie du gesagt hast, wir haben noch 5 Endspiele. Das startet am Freitag gegen die Wiener und wir werden natürlich alles daran versuchen, den ersten Platz nicht mehr herzugeben. Matthias Serainik also auch in den kommenden 2 Jahren im Altach-Dress zu sehen. Ebenfalls gespielt haben auch unsere Amateure. Am Dienstag stand das Vorarlberger Derby gegen den FC Höchst auf dem Programm. Ein weiteres Länderderby stand in der Regionalliga West auf dem Programm. Die Altach Amateure trafen in der Cashpoint Arena auf den FC Höchst. Und die Hausherren waren gewillt, gegen das Schlusslicht weitere 3 Punkte einzufahren. Bis zur ersten Chance dauerte es dann auch nicht allzu lange. Toptemann kam aus aussichtsreicher Position frei zum Schuss, verfehlte das Tor aber deutlich. Wenig später wieder Toptemann, dieses Mal mit einem Idealzuspiel auf Erhard. Der scheiterte zunächst aber an Nagel. Beim Nachschuss fehlten ebenfalls einige Zentimeter. Nach 10 Minuten erstmals die ganzen Schwarz spielten Gäste, der FC Höchst über Umjenovic, der schickte Kana in die Tiefe, dessen Schuss verfehlte das Tor aber deutlich. Die Altach Amateure blieben aber weiter das spielbestimmende Team, einmal mehr tankte sich Toptumann durch, scheiterte aber erneut an Gästekeeper Nagel. Eine Viertelstunde war gespielt, da hatten die Gäste plötzlich die Möglichkeit zu einem schnellen Konter. Jäger im Strafraum etwas zu ungestüm, Gera fiel und Schiedsrichter Strugel pfiff 11 Meter. Das Duell hieß Umjenovic gegen Fenz, der Höchster nutzte seine Chance und verwertete die sich bietende Chance sicher. Der FC Höchst führte in Altach 1:0. Das Tabellenschlusslicht nun mit viel Selbstvertrauen, Gera spielte auf Manolovic, der leitete den Ball weiter auf Umjenovic. Der Angreifer mit einem Haken, der anschließende Schuss verfehlte das Gehäuse aber knapp. Danach waren wieder die Amateure am Zug, die Altacher setzten sich im Strafraum fest, verloren dann aber den Ball. Aber Schmiedinger mit dem Riesenbock, Erhard kam an die Kugel und versenkte das Leder locker im Tor. Nach 41 Minuten stand es 1:1.
Nach dem Seitenwechsel erneut die Gäste aus Höchst mit einem schnellen Konter. Kahner stand plötzlich alleine vor Fans, der parierte zwar, im Nachschuss war aber Gera erfolgreich und brachte das Tabellenschlusslicht erneut in Führung. Wieder hatten die Altacher aber die richtige Antwort. Ender setzte sich auf der rechten Seite durch, flankte zur Mitte, Birkfellner war per Kopf zur Stelle und erzielte den abermaligen Ausgleich. Der Schock bei den Höchstern saß tief, nur 3 Minuten später kamen die Amateure wieder über die rechte Seite. Ender spielte zurück auf Toptoman, der legte auf Domik und der zog einfach ab. Der Ball zappelte im Netz und die Jakubetself durfte sich erstmals über die Führung freuen. Die Partie war somit schon fast entschieden und die Hausherren hatten nun leichtes Spiel. Hier verlängerte Birkfellner einen Abstoß von Fendt. Toptoman mit dem perfekten Ball auf Erhard. Der Youngster ließ Wirth ins Leere rutschen, zog ab und Altach führte 4:2. Noch war aber eine Viertelstunde zu spielen und die Rheindörfler hatten nun sichtlich Spaß an der Partie. Domik passte auf den völlig freistehenden Dorter, der Brasilianer hob das Leder über Nagel und Jäger erzielte per Kopf den 5:2 Endstand. Das Regionalliga West-Derby zwischen den Altacher Amateuren und dem FC Höchst war also schlussendlich eine klare Angelegenheit. Ja, also es war von unserer Seite her eigentlich ganz ein tolles Spiel. Also ich möchte jetzt da nicht in Superlativen ausführen, aber es war heute eine begeisternde Leistung für meine Mannschaft. Die erste Halbzeit wirkte etwas nervös. War man wirklich so nervös am Anfang? Ja, es war halt so, dass aufgrund von der Spielpaarung auch heute an der 30. Runde es so war, dass wir heute eigentlich den Klassenerhalt schon fast fixieren haben können. Das hat ein kleinen Druck vielleicht verursacht, aber ich würde sagen, wir hätten eigentlich das Spiel schon in der ersten Viertelstunde klar machen können. Hätten klar schief machen können. Höchst hat dann sehr gute Konter gefahren, ist auch nicht so unrecht, also durch so einen Konter den Führung gegangen. Aber nach dem 3-2 war eigentlich die Sache schon fast gegessen. Ja, ich würde schon sagen, wir haben gewusst, es wird ein ganz schweres Spiel, weil Höchst nicht so schlecht ist, wie sie da anstehen. Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben eigentlich von Anfang an Druck gemacht und kommen durch einen individuellen Fehler in 1-0 Rückstand und am Rückstand nachlaufen ist natürlich immer eine schlechte Sache, aber wir haben es, glaube ich, ganz gut gelöst. Ja, ich bin natürlich hochzufrieden. Immer Derby ist natürlich immer schwierig. Höchst hat sich tapfer gewehrt, aber schlussendlich hat sich die individuelle Klasse tätig durchgesetzt. Die Amateure also ebenfalls erfolgreich unterwegs und so gut wie fixiert auch der Klassenerhalt in der Regionalliga West. Das war's für diese Woche von Arena TV. Heute Abend heißt es wieder Daumen drücken. Unsere Mannschaft gastiert bei der Vienna. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder reinschauen unter www.scra.at.